einfach köstliche Unterhaltung. Bei Marienhof im Ersten mit Asia-Würzpaste von Maggi. Es wird viel passieren. Du darfst jetzt nicht aufgeben. Ohne dich hat mein Leben doch gar keinen Sinn. Ja, ich habe gestern zufällig Jakob in der Galerie getroffen. Und jetzt habe ich ein offizielles Date mit ihm morgen. Soll ich aufhören oder weitermachen? Ich hab doch bei dem Giftanschlag mitgemacht. Es wird viel passieren. Sag das nochmal. Ich hatte den Schlüssel vom wilden Mann und war dabei, als sie das Essen vergiftet haben. Du meinst deine Nazi-Freunde? Ach, deshalb die Geschichte von den zwei großen Unbekannten, die du der Polizei erzählt hast. Waren die das? Was heißt überhaupt, du warst dabei? Etwa auch Gift in das Essen gemischt, hä? Schau mich an! Steve, warum? Dass du sowas fähig bist. Hast du denn nicht gewusst, was du damit anrichtest? Nein, nein! Mann! Ich wusste doch nicht, dass es Pflanzengift war. Die haben mir gesagt, es ist ein ganz normales, harmloses Abführmittel und ich hab's ihnen geglaubt. Steve, die schrecken also nicht mal vor Mordversuchen zurück. Und von solchen Leuten lässt du dich zum Komplizen machen. Sansa, ich freue mich, dass du da bist. Es ist nur einfach gerade sehr ungünstig. Ungünstig? Wie ungünstig genau ist es denn? Ich bin verabredet. Oh, aber doch nicht mit einer anderen Frau, oder? Konstanze, das ist nicht meine Art, Leute einfach sitzen zu lassen, okay? Ja, das liebe ich so an dir. Du bist einfach so verantwortungsbewusst und so zuverlässig. Weißt du, dass mich das unheimlich anmacht? Möchtest du noch was trinken? Ich gebe einen aus. Ist nett von dir, aber lass mal. Ich gehe lieber. Was? Und was soll ich Dr. Weidemann sagen, wenn der kommt? Netter Versuch. Aber das glaubst du doch wohl selber nicht. Jakob kommt nicht mehr. Der gute Jakob hat mich schlichtweg schon wieder versetzt. Ja, wahrscheinlich hat er irgendeinen Notfall. Ein Notfall? Bei dem man sich alle 10 Finger bricht, ist doch wohl eher unwahrscheinlich. Mann, Carlos, Zeit, um zu telefonieren oder wenigstens ein SMS zu schicken. Die hat man doch wohl immer. Also ich bin mir sicher, dass er es nicht so meint. Dem ist irgendwas Wichtiges dazwischen gekommen. Du musst ihn nicht entschuldigen, wenn er es selber nicht mal für nötig hält. Komm, sonst setz dich doch einfach noch ein bisschen zu mir an Tresen, quatsch ein bisschen, ne? Carlos, nett von dir, aber nein. Ich gehe nach Hause und schau mir den Film an, den ich letzte Woche aufgenommen habe. Danke für den Wein. Gerne. Und lass den Kopf nicht hängen. Tschüss. Ciao. Sie ist immer noch bewusstlos.
Komm, pass auf. Sollen wir nicht ihre Eltern anrufen? Hab ich schon. Und? Und ja, wenn es morgen noch nicht besser geht, dann werden sie das nächste Flugzeug nach Köln nehmen. Marcel, was sagen denn die Ärzte? Nichts. Sie können nur hoffen und warten. Und beten. Wir wollten doch nur einen kleinen Spaß machen. Das habe ich jedenfalls gedacht. Einen kleinen Spaß, indem man das Leben von zig Menschen riskiert. Denk doch nur mal an Yasemin. Aber die haben mich reingelegt. Wenn ich gewusst hätte, dass es kein Abführmittel ist, dann hätte ich das Zeug doch niemals ins Essen gekippt. Zwar, wie naiv bist du eigentlich? Du bist doch Tag und Nacht mit diesen Nazis zusammen gewesen. Du musstest doch allmählich wissen, zu was die fähig sind. Und selbst wenn du nicht gewusst hast, dass das Gift ist, du hast alle, die sich für den Karneval der Kulturen engagiert haben, ganz hinterhältig belogen und betrogen. Nein, ich... Ach komm, red dich doch nicht aus. Du hast doch bei den Vorbereitungen nur mitgemacht, damit dieser zweifelhafte Verein dieses Fest sabotieren kann. Nein, so war das gar nicht. Nein, so war es nicht. Wie war es denn dann? Sag's mir! Ich möchte, dass du zur Polizei gehst und die Wahrheit sagst. Aber dann bin ich dran. Die stellen mich vor Gericht, wenn ich das zugebe. Tja, das ist die Konsequenz, wenn man eine Straftat begeht. Das weißt du doch inzwischen. Das kannst du doch nicht machen. Und ob ich das kann? Schlimm genug, dass es so weit kommen musste. Sag mal, hast du eigentlich überhaupt nichts kapiert? Dann ist es deine letzte Chance, endlich zu lernen, Verantwortung für dein Handeln zu übernehmen. Ich erwarte von dir, dass du deine falsche Aussage so schnell wie möglich richtigstellst. Ist das klar? Ich bin bei dir, Liebling. Kannst du mich hören? Wach doch bitte auf. Kannst du den hier mal abstellen? Yo, Jim, get that out, Tuck. Rauf, rauf. Nicht aufhören. Rede weiter mit dir. Liebling, wir sind alle bei dir. Alles wird gut. Versuch doch bitte einmal die Augen aufzumachen. Nur ganz kurz, bitte. Raul, sie wird wach. Sie wird wach. Ja, so mein Liebling. Hörst du mich? Schatz. Spendet uns aus, um uns zu vergiften. Jedenfalls hat er es zugegeben. Ich glaube, der bereut das auch. Ja, super, das macht doch die Sache auch nicht besser. Also, ja, wo willst du denn hin? Ja, wo will ich schon hin mit Steve reden? Nein, jetzt lass ihn heute mal ausschlafen. Der hat einen schweren Tag vor sich. Komm, setz dich. Ausschlafen, der hat einen schweren Tag vor sich. Euer Verständnis möchte ich mal haben. Man sieht doch, wohin das führt, oder? Mann! Wie sollen wir nur damit umgehen? Wenn ich mir vorstelle, dass Yasemin und Friedrich nie mehr gesund werden. Ach, hör auf. Darüber will ich jetzt gar nicht nachdenken. Dass ein Mensch überhaupt zu sowas fähig ist. Und dann noch mein eigener Bruder. Mama. Ich glaube, ich habe bei Steve völlig versagt. Jetzt hör doch auf. Du hast versucht, aus deinen Kindern anständige Menschen zu machen. Und wenn Steve wirklich diese Schuld auf sich geladen hat, dann ist das ganz bestimmt nicht deine Schuld. Aber er hat schon so viel Mist gebaut. Und ich habe so gehofft, dass er was draus gelernt hat. Stattdessen reitet er sich immer tiefer rein. Aber du kannst ihn da nicht rausholen. Er will wie ein erwachsener Mensch behandelt werden. Also muss auch sehen, wie alleine damit fertig wird. Klar hat der Schiss. Aber verdammt noch mal, jetzt muss er mal seinen eigenen Kopf hinhalten. Ja, guten Tag. Mein Name ist Lisa Busch. Spreche ich mit Kommissar Philipp?
Ja, es geht um meinen Sohn Steve. Ja, ja, das ist richtig. Aber da wäre noch was. Mein Sohn möchte noch mal bei Ihnen vorbeikommen und seine Aussage von gestern korrigieren. Hallo, Behrendt. Hallo, Sandra. Hallo, Jakob. Ich möchte mich bei dir wegen gestern entschuldigen. Was war denn los? Hattest du wieder einen Notfall? Ja, sozusagen. Bist du böse? Ja, daran muss ich mich bei euch Ärzten wohl gewöhnen. Ja, leider. Aber ich bin froh, dass du es so siehst. Naja, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Schönen Tag noch. Tschüss. Bist du sauer auf Jakob? Ach, er hat mich gestern Abend versetzt. Ohne einen Ton zu sagen. Hat er denn jetzt wenigstens eine gute Entschuldigung gehabt? Ehrlich gesagt, er hat gar keine. Warum tut er mir das an? Sandra, ich muss dir was beichten. Aber bitte reg dich jetzt nicht auf, ja? Also es ist so, ich war mit Jakob zusammen. Deswegen hat er dich versetzt. Danke, dass du mir hilfst, Sherman. Na, soll jetzt auf Computer umsteigen, die verderben nicht so schnell. Wenn du dich hinlegen möchtest, ich kann auch gerne alleine hier weitermachen. Ach, nein, nein, lass mal. Ich war noch nie so froh, eine Nacht durchgemacht zu haben. War schön zu erleben, wie Yasemin wieder zum Bewusstsein kommt. Ich hätte viel eher für sie zu Allah beten sollen. Sag mal, Jem, glaubst du wirklich, deine Gebete haben Yasemin aufgeweckt? Na, was denn sonst? Also, wenn du mich fragst, waren es die Ärzte, die ihr geholfen haben. So, das darf sein. Und haben die Ärzte nicht auch gesagt, dass nur noch Hoffen und Beten hilft? Und ich habe gebetet. Ja, aber vorher haben mir die Ärzte mit den modernsten Mitteln das Gift aus dem Körper gepumpt. Vielen Dank. Und was hat sie gebracht? Trotzdem wäre meine Schwester beinahe gestorben. Sie hat die Augen erst aufgemacht, als ich alle Namen aufgezählt habe. Zufall? Nein, Silo, Glaube. Silo, du bist doch auch Moslem. Ja, bin ich. Und? Du redest mit diesen Ungläubigen, die suchen andauernd nach irgendwelchen wissenschaftlichen Erklärungen. Silo, Yasemin hat die Augen aufgemacht, als ich gebetet habe. Da war kein Arzt dabei. Cem, wer sagt dir, dass sie in diesem Moment nicht sowieso zufällig die Augen aufgemacht hätte? Silo, das sagt mir mein Herz. Im Grunde genommen ist doch völlig egal, von was sie wach geworden ist. Deine Gebete haben jedenfalls nicht geschadet. Das Wichtigste ist doch, dass Yasemin wieder bei uns ist. Da hast du allerdings wieder recht. Ja. Wenn ich gewusst hätte, dass ausgerechnet Jakob deine Verabredung war, dann hätte ich mich doch niemals mit ihm getroffen. Außerdem dachte ich, dass du längst fertig bist mit Jakob. Das habe ich nie gesagt. Nein, das hast du nicht gesagt, aber du hast auch nie wieder von ihm gesprochen in letzter Zeit. Und außerdem, du warst wieder richtig gut drauf. Bist du in ihn verliebt? In den? Ganz bestimmt nicht. Naja, ich geb's zu, vielleicht war ich sogar ein bisschen. Aber nach dem, was er sich gestern geleistet hat, ne. Wieso? Was war denn los? Er hat mich genauso benutzt wie dich. Und nachdem er bekommen hat, was er wollte, konnte er mich gar nicht schnell genug wieder loswerden. Naja, dann sind wir wohl beide auf den gleichen Schaumbolzen reingefallen. Als er mich angemacht hat, da habe ich wirklich gedacht, er meint's ernst. Wie konnte ich nur so naiv sein, so blöd? Dabei hätte ich's doch wissen müssen, nach dem, was er mit dir gemacht hat. Er hat dich nicht mal angerufen oder dir eine SMS geschickt. Das ist wohl die Spezialität vom guten Jakob, sich sang- und klanglos zu verabschieden. Das ist zwar feige, aber naja, das ist das Einfachste für ihn. Sag mal. Bist du mir böse? Ja. Nein. Eigentlich kannst du ja nichts dafür. Ich rede mit dem Mann nie wieder ein Wort. Weißt du was? Den lassen wir jetzt einfach links liegen, okay? Naja, wir müssen los.
wieso gerade hier? Dass die hier garantiert irgendwann vorbeikommt. Und wenn es Stunden dauert, den schnappen wir uns. Ah, guck mal. Das ist ja schon mal die dumme kleine Schwester. Sag mal, warum kann eigentlich eine Freistunde nicht am Ende sein? Dann könnten wir jetzt Schlittschuh laufen gehen. Ja, du, wir würden zu Hause sitzen und Mathe kaufen. Ja, weil du eine kleine Streberin bist. Ne? Weil du einfach noch nicht geschnallt hast, dass man für sein Leben lernt. Also ich heirate nur einen Akademiker. Na dann, viel Spaß dabei. Ey, tut mir doch einen Gefallen und geht schon mal rein, ja, und bestellt mir einen Milchkaffee mit, bitte, ja? Ja. Was willst du? Ich habe Neuigkeiten, die euch interessieren dürften. Wieso? Sind Ausländer in eurer Schule neuerdings verboten? Das war ja mal was Interessantes, alles andere nicht. Auch nicht, dass ihr demnächst eure Scheißsprüche im Knast ablassen könnt? Den Richter will ich sehen, der uns irgendwas anhängen will. Ein Giftanschlag müsst ihr ja wohl ausreichen, um euch für immer einzusperren, hä? Hör mal, Süße, merkst du nicht, dass du nervst mit deinem Geplapper? Steve hat endgültig die Schnauze voll von euch, ja? Und er wird dafür sorgen, dass ihr da landet, wo ihr hingehört. Ich glaube, die mag mich. Das glaube ich auch. Dankeschön. Möchtest du was trinken? Nein, so gut ist der Tee hier auch wieder nicht. Champagner wirst du leider noch nicht dürfen. Wie geht's denn, Herrn Detmer? Schon wieder viel besser. Ich soll dir noch schöne Grüße von deinen Eltern bestellen. Ich habe sie gerade noch auf dem Handy erwischt. Die waren schon auf dem Weg hierhin. Oh, danke. Die Armen, was die alles durchgemacht haben die letzten Tage. So viel Leid und das alles nur, weil einige Leute nicht verstehen können, dass andere einfach anders denken als sie. Ich hatte als Ausländer noch nie Angst gehabt, in Deutschland zu leben. Hm. Bis zu diesem Giftanschlag jetzt. Ich verstehe auch nicht, warum einige Menschen ihre Probleme immer nur mit Gewalt lösen können. Du wirst deinen Bruder auch nicht verstehen können. Wie meinst du das jetzt? Immerhin hat er versucht, dich umzubringen. Dann die Sache mit dem Geld, mit deinen Eltern, mit dieser Moschee, mit seiner Religion. Oh, Entschuldigung, Schatz, jetzt habe ich dich traurig gemacht. Das wollte ich nicht. Vergiss bitte, was ich gerade gesagt habe. Ja? Das Allerwichtigste ist, dass du jetzt ganz schnell wieder gesund wirst. Und der Rest spielt keine Rolle. So, zweimal Currywurst mit einmal Pommes Schranke. Ah, na endlich. Zeit von euch Türken, das müssen wir Deutschen auch mal haben. Ja, gute Sache, braucht ein bisschen Zeit. Ja, ja, Allahu Akbar. Glaubst du, dass Steve uns beiden Bullen hinhängt? Keine Ahnung. Dazu zu trauen wär's ihm. Ich hab den doch nicht hart genug rangenommen. Hängt noch zu sehr an Mamas Rockzipfel. Guck mal einer an. Na, wo wollen wir denn so eilig hin? So ein Bullen etwa? Lass mich los! Es gab eine Zeit, da warst du froh, dass wir uns mit dir abgeben. Tja, Zeiten ändern sich halt. Vielleicht. Aber Menschen nicht. Und deshalb hör mal jetzt gut zu, ja? Wenn du vorhast, uns zu verpfeifen, dann denk dran, dass du dich da selber mit reinhaltest. Noch ein nettes, kleines Video, falls du dich erinnerst. Das müsstest du dann gut auf deine kleine Schwester aufpassen. Sonst könnte ein kleiner Unfall passieren mit deiner Schwester. Lass meine Schwester aus dem Spiel, ja? Wieso? Ist doch eine nette Braut. Mit der kann man bestimmt herrlich rumspielen. Ja! Steve! Du kannst deine Schwester doch wiedererkennen, wenn sie nach Hause kommt, oder? Sie scheinen sich ja gut erholt zu haben von der Vergiftung, oder haben Sie noch Beschwerden? Einen Maldini haut so schnell nicht zu. Das letzte Mal weiß ich noch, da war ich mit meiner Frau unterwegs. Hallo? Ja. Seid ihr bei einem vertraulichen Gespräch, oder? Ach, nein, bleib ruhig. Naja, auf jeden Fall ein Glück, dass Sie so schnell da waren, um zu helfen. Hm? Naja, viel könnte ich ja nicht machen. Naja, es ist aber so, Sie sind immer zur Stelle, wenn man Sie braucht. Eins sage ich Ihnen, die Leute in der Nachbarschaft sind wirklich froh, Sie zu haben. Da kann ich mich nur anschließen. Ich habe nur meinen Job gemacht, wie jeder andere auch. Aber Dr. Weidemann, eine Frau widerspricht man nicht. Schon gar nicht, wenn sie einen lobt. Ich muss weiter. Ciao. Ciao. Vielleicht schaffen Sie es ja. Mir will Dr. Weidemann leider nicht glauben, dass er eine richtige Bereicherung für den Marinehof ist. Ich werde versuchen, ihn davon zu überzeugen. Ciao. Ciao. Ist es dir etwa unangenehm, wenn man dich lobt? Oder wenn man dir sagt, dass man dich mag? Also, ehrlich gesagt, von einer ganz bestimmten Person höre ich das sehr gerne. Und wer ist diese ganz bestimmte Person? Sie ist blond,
Sieht sehr gut aus und ist zum Glück zufällig in meiner Nähe. Dann streng dich mal an, dass sie dich mag, diese Person. Allah Akbar. Ich weiß, dass ich lange nicht mehr zu dir gebetet habe, Allah. Aber heute möchte ich. Allah Akbar. Heute möchte ich mich auch bei dir bedanken. Dafür, dass du Yasemin gerettet hast. Dafür, dass du es nicht zugelassen hast, dass sie stirbt. Was machst du da? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ich bete, Raul. Manchmal muss man sich eben bei Gott bedanken. Fängst du jetzt auch noch damit an? Womit? Mit diesem islamistischen Getue. Hey, sei vorsichtig mit dem Wort islamistisch. Davon abgesehen ist Beten kein Getue. Ich bin immer noch Moslem, auch wenn ich es nicht praktiziere, so wie ich es tun sollte. Ich hasse es nicht. Sag mal, wieso regst du dich eigentlich so auf? Das kann ich dir sagen. Wir haben gerade im Marienhof einen terroristischen Anschlag hinter uns. Und deshalb soll ich nicht beten? Cem, versuch dich zu manipulieren. Sag mal, merkst du das nicht? Steve, jetzt isst doch was. Du warst lange weg heute. Hm. Warst du inzwischen bei der Polizei? Ich war den ganzen Tag im Park. Ich geh schon. Es wird die Polizei sein. Was? Warum das denn? Ich habe sie heute Morgen informiert, dass du deine Aussage korrigieren willst. Darüber waren wir uns doch einig. Du hast die Polizei hierher gerufen? Nein, aber da sie wussten, dass du mit ihnen sprechen willst, haben sie sich dafür entschlossen, hierher zu kommen. Die Adresse kennen sie übrigens, ja. Guten Abend. Guten Abend. Es ist nett, dass Sie sich hier bemüht haben. Guten Abend, Herr Busch. Ich habe erfahren, dass Sie Ihre Aussage ergänzen möchten. Ich nehme an, es handelt sich um diese großen Unbekannten, deren Gespräch über das Attentat Sie mitgehört haben. Können Sie die beiden jetzt beschreiben? Ja. Schön, dass Sie sich doch noch zur Wahrheit entschlossen haben. Es stimmt. Es gibt keine Unbekannten. Sie kennen die Person. Ich was? Ich habe das Gift ins Essen gemischt. Und zwar allein. Keiner hat mich dazu angestiftet und es war auch niemand dabei. Schutzengel, das ist die Provinzial. Immer da, immer nah. Provinzial. Jetzt hör mir mal zu. Lilly liebt dich und sitzt zu Hause und heult sich wegen dir die Augen aus. Ja, klar, deshalb hat sie auch wieder mit dir geschlafen. Ich habe sie so weit getrieben, das ist meine Schuld. Ich habe sie am Ende sogar erpresst. Was willst du denn hier? Ich will wieder mitmachen. Entschuldigung, was hast du gesagt? Ich will, dass ihr mich wieder aufnehmt.